Also, Dr. Christoph und Dr. Christoph, ihr habt beide behauptet, dass 50% der Asylanten kriminell sind. Dabei sind es nur 9%. Zeug verwechselt, falsch gerechnet. Darum müsst ihr jetzt heute hier bei mir nachsitzen und ein bisschen Kopf rechnen. Also, Christoph Weiss, wie viel Prozent der Asylanten sind kriminell? Die Hälfte? Das wissen wir schon lange. Nur schreibt es nicht. Hast du jetzt nicht aufgepasst? Christoph, ich muss präzisieren, es sind nach Adam Riese genau 50%. Das sage ich ja. Nein, unser Herr Lehrer hat nach der Prozentzahl gefragt und du hast gesagt, die Hälfte. Gut, du bist näher am Volk und darum den Dialekt ausdrücken. Du, könnt ihr eine Art Modellatz halten? Da geht es jetzt nicht um Mundart, sondern um Kopf rechnen. Nicht in dem Ton, Toni. Sonst kannst du dann selber mal ausrechnen, wie viel dass ich der Partei schon an all die verschiedenen Kampagnen angezahlt habe. Also die 50% oder die Hälfte, das überlade ich dann gerne dir. Toni, mach mal folgende Rechnung. Wenn ich als Bergbauer Direktzahlungen in der Höhe von 60.000 Franken erhalte und davon einen Drittel... So, jetzt ist mal Ruhe. Kannst du jetzt gleich mal ausrechnen. Ein arbeitsloser Professor erhält 70% vom letzten Lohn. Hä? Wie viel ist das bei dir? Also mir kommt es 100% günstiger, wenn ich das Museum von dir nicht mehr unterstützen muss. Bist du ein Antrag gewesen? Ich habe dir auch Sträfski aufgegeben. 100 Mal etwas abschreiben. Ich habe schon einen Doktortitel. Zahlen der kriminellen Asylbewerber haben wir dann vom Bundesamt für Statistik, gell, Christoph? Ja, natürlich, ja. Das ist am Bersee unterstellt. Ja. Einem Sozialist. An einem Linksextremen, an einem marxistisch-leninistischen Trotzkist vermutlich, an einem Stalinist, an einem Maoist, was noch alles dazu kommt. Das muss man bei der Interpretation von diesen Zahlen alles mit einbeziehen, verstehst du nicht? Ich habe das Zeug auch angeschaut. Du kannst doch bei den kriminellen Asylanten, Kriminaltouristen nicht dazuzählen, du Bias. Heiland, sag nochmal, wie du dich da hast können verrechnen, ist ja selber schon kriminell. Nur können wir dich nicht ausweisen. So, Christoph Weiss, hast du gerade mal die Zippner-Reihen aufsägen? 7, 13, 25, 338, 15 Trillionen, 1500 Millionen, 1000 und grad. Also die letzte Zahl ist falsch. Nein, Toni, Christoph merkt man im ersten Moment amigs nicht, was für eine geniale Strategie dahinter ist. Ja. Darum, die letzte Zahl ist richtig. Das war nicht dran. Kannst du gerade mal das Resultat ausrechnen? Jetzt siehst du mal, wie viel uns die kriminellen Asylanten kosten. Heulensack. Ihr habt recht. Sie wettet, dass ich nicht denke, dass 9% am Schluss eben doch gleich viel ist wie die Hälfte. Thank you.